Ja, sehr verehrte liebe Anwesende, Astrid Prokofjew hatte mich im ersten Drittel des Jahres gefragt, ob ich hier in Stuttgart in der Landhausstraße oder im Zusammenhang der Landhausstraße einen Vortrag wiederhole oder noch einmal neu gestalte, den ich ganz zu Anfang des Jahres am Ausgang der Heiligen Nächte in Dornach am Goethe-Anum gehalten habe, über die Entwicklungen des Jahres 1922 in der anthroposophischen Gesellschaft, in der anthroposophischen Bewegung und natürlich auch in der Zeitgeschichte, in der sie stand, im Rahmen einer größeren Arbeit innerhalb der allgemeinen anthroposophischen Sektion, wo es stark darum geht, die Entwicklungen bis 1925, bis zum Tod Rudolf Steiner, sehr genau noch einmal nachzuvollziehen. Meines Auffassung nach hängt einiges davon ab, ob uns die nächsten Jahre gelingt, diese Tiefe der Anthroposophie zu vergegenwärtigen und auch die Verpflichtung, in der wir stehen. Man kann viele Jubiläen feiern. Die Frage ist natürlich aber, wie steht man eigentlich vor der Welt des Geistes angesichts des damals Begonnenen? Wo stehen wir heute? Aber natürlich auch, wo steht die Welt heute? In diesem Spannungsfeld, in einer veränderten zeitgeschichtlichen Situation, aber dennoch nicht in der Vergessenheit der Vergangenheit und der Aufgaben, die gestellt wurden, das richtige innere und äußere Verhältnis zu finden, ist diese Reihe begonnen worden. Und eben, wenn man über so ein Thema am Ausgang der Heiligen Nächte an einem ganz neuen Jahr, so ins Jahr hineinspricht, ist das sehr, sehr anders, als wenn wir nun nach Johanni, nach dem Höchststand der Sonne, eigentlich uns schon wieder in Richtung Michaeli bewegen. Und so mag es ja sehr richtig gewesen sein, dass wir gerade jetzt hier aus der Stimmung dieser Michaeli-Imagination auf dieses Jahr, das damalige, vielleicht aber auch das heutige blicken und in diesem Spannungsfeld vielleicht Motivationen der Arbeit sich ergeben. Das ist ja eigentlich der Sinn, meine ich, dieser Vorträge, dieser Vergegenwärtigung, dass wir uns je neu selber positionieren. Wie stehen wir zur Welt, aber wie stehen wir auch zu dem, was als Initiative begonnen hat? Es ist nicht lange her, ein Jahrhundert ist weltgeschichtlich gesehen keine sehr große Epoche. Es hat sich vieles verändert innerhalb Europas, es hat sich auch viel verändert innerhalb der anthroposophischen Zusammenhänge und doch besteht die Aufgabe vielleicht schon gar viel stärker noch heute, die richtigen Konsequenzen zu ziehen und seine eigene Arbeit auch entsprechend auszurichten. Ich habe damals im Nachgang dieses Vortrages das auch aufgeschrieben, ein kleines Büchlein. Astrid Prokofjew kannte das Anthroposophie als ein Streben nach Durchchristung der Welt. Das ist ein Zitat Rudolf Steiners, ich komme darauf zurück. Und dann der Untertitel, das Krisenjahr 1922 bis zum Brand des Goethe-Anum. Das ist also mein Thema in der nächsten Stunde. Und das klingt natürlich sehr, sehr historisch. Und dennoch, ich versuche es immer in diesem Spannungsfeld zur Gegenwart, zumindest in der eigenen Seele, zu erleben. Und am Ende des Jahres steht ja, was die anthroposophische Sozietät betrifft, eine große Katastrophe, eine 100-jährige Brandkatastrophe. Man könnte auch sagen, ein Lehrstück darüber, wohin die Vermehrung führen kann. Denn dieses Goethe-Anum ist nicht abgebrannt, es wurde verbrannt. Und sozusagen nicht von dem Feuer der Begeisterung, sondern der Zerstörung des Hasses. Auch das ist natürlich eine Signatur. Wie stellt man sich mit so einem spirituellen Anliegen in ein 20. Jahrhundert und in diese Kräfte auch, die mitunter etwas sehr Antichristliches in sich tragen? Auch dessen gilt es eingedenk zu sein. Ich lese also jetzt ein wenig in diesem Jahr 1922 im Hinblick auch auf diese Brandzerstörung, die natürlich wiederum der Keimzustand eines Neuen war.
Und ich glaube, im November werde ich einmal hier zu Ihnen sprechen über die Brandnacht selber, aber auch das, was in dieser Brandnacht als Neues begann. Denn die Asche birgt einige Geheimnisse und des Todes Niedergang. Es ist also eine, wenn man so möchte, furchtbare Endperspektive eines Jahres und dennoch der Anbeginn nicht nur eines neuen Jahres, auch im Sinne von Eduard Mörike, sondern auch im Sinne einer Neugeburt dessen, was anthroposophische Gesellschaft und Initiative damals gewesen ist. Auch da könnte man die Frage stellen, gelingt das wieder und anders nach 100 Jahren? Also es sind ja eigentlich immer Fragen, meine ich, an uns. Ich versuche also eine Skizze heute Abend in dieser nächsten Stunde dieses Jahres im Hinblick auf das, was Rudolf Steiner tat, die anthroposophische Gesellschaft, seine nächsten Mitarbeiter. Und ich hoffe, Sie hören das, wie ich selber immer auch etwas existenziell auf unser eigenes So-Sein und Wofür-Sein hin. Und wie der Untertitel des Vortrages und des Büchleins eben zum Ausdruck bringt, ein Krisenjahr. Das würde ja heute jeder Mensch unterstreichen, jeder in den letzten Monaten wach mitlebende Mensch unterstreichen, dass es ein extremes Krisenjahr jetzt ist. Es wurde schon gar von einer Zeitenwende gesprochen, also eine Größtkrise. Und für viele Menschen ist der Dritte Weltkrieg nie wieder so nahe gekommen und jetzt aber eben auch wieder die Klimakatastrophe. Also das Krisenbewusstsein, daran fehlt es ja nicht. Frage ist natürlich immer, wo lenkt man die Aktivität hin und was tut man gegen die Ohnmacht, in der wir uns ja alle befinden, angesichts der globalen und nicht lokalen Natur dieser Krisen. Es war ein Krisenjahr, auch vor 100 Jahren. Da könnte man nun lange sprechen über insbesondere die deutsche Politik, über Deutschland aus 1922. Und das war in gewisser Weise ein Motor der Krise, dieses Land. Rilke schreibt 1923, wenn Deutschland sich nicht besinnt, wird es im Grunde ganz Europa in den Abgrund ziehen. Das war dann auch so. Und 1922 war das große Jahr des internen Aufstiegs Adolf Hitlers. Es war das Jahr, wo der Führerbegriff innerhalb der NSDAP aufgekommen und eigentlich der Begriff geworden ist. Das Jahr, an dessen Ende Rudolf Hess eine Arbeit schreibt über den kommenden Messias Deutschlands. Und darüber könnte man viel sagen, auch über den Zusammenbruch der Ökonomie ab Mitte des Jahres 22, diese drastische Inflation ab Sommer vor allem, aber auch über die Entwicklungen im ersten Halbjahr 22, beispielsweise den Vertrag von Rapallo, wo Deutschland damals seine ohnmächtige Position gegenüber den großen Geldforderungen nach Versailles durch einen Sonderfriedensschluss oder ein Bündnis mit der Sowjetunion versuchte zu retten. Der Vertrag von Rapallo und vieles, was damit zusammenhängt, wie ja überhaupt Deutschland und die oberste Heeresleitung und Ludendorff und Hindenburg durch das, was eine exportierte Revolution gewesen ist, eine Selbstzerstörung Russlands, die von Deutschland gewollt war, um die Ostfront stärker zu machen, Russland zu zerstören dadurch, dass man eine marxistisch-leninistische Revolution von Karl Marx sozusagen aus Deutschland in dieses Land exportiert. Sie wissen alle, wie sehr das eine Aktion der obersten Heeresleitung gewesen ist. Und im Grunde ab das, was ab 1917 begann in Moskau und St. Petersburg und im ganzen Land, war ein gewünschtes Ziel deutscher Militärpolitik. Das hat Folgen bis in die Gegenwart, über die wenig gesprochen wird. Das ist ja im Grunde eine erzwungene Revolution war zur Zerstörung der Abwehrkraft dieses Landes. Und Ludendorff hatte schon während des Ersten Weltkriegs diese pangermanischen osteuropäischen Kolonialvisionen. Das ist nicht neu sozusagen 1940, 1941 aufgekommen. Das war 1916, 1917
Man denke nur an Brest-Litovsk und alles, was da veranlagt worden war. Und dann 1922 mit Rapallo, natürlich anders, denn Deutschland war schwach. Und die den Rapallo-Frieden anstreben wollten, nicht das gleiche wie Ludendorff. Aber man merkt, wie sehr es verwoben ist. Ein Krisenjahr in der deutschen Geschichte, in der europäischen Geschichte. Ich komme noch kurz auch auf Mussolini zu sprechen. Und solche Menschen, die ja da gewesen sind. Im Oktober 22 kommt der Duce und Italien wird faschistisch. Das ist also nicht nur ein deutsches, sondern ein europäisches Problem. 4 Jahre nach Ende des Weltkrieges und es war zu erwarten gewesen. Rudolf Steiner hat darüber so früh gesprochen, dass diese Ideen von Wilson zu etwas führen werden wie einen ungeheuren Aufschwung des Nationalismus in Europa, zu einer Unterdrückung von Minderheiten. Es klingt so gut, Selbstbestimmungsrecht der Völker, aber was war es eigentlich für eine Chaotisierung, vor allem des osteuropäischen Raumes? Es sind so viele Dinge, die eigentlich 22 mit dem Weltkrieg zu tun haben und mit den nicht gezogenen Lehren der Geschichte. Und wenn ich jetzt tatsächlich auf die innerandroposophische Situation blicke und das, was Rudolf Steiner tat, dann ist eigentlich immer dieses Panorama zu sehen, denn er tat es ja nicht irgendwie im luftleeren Raum. Wir haben ja heute sehr, sehr gute Bücher über diese Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 20er Jahre, den Zusammenbruch der europäischen Demokratien, die aber absehbar gewesen ist, weil es wirklich in der Tat an großen Lösungsvorschlägen fehlte für die große, nicht nur parlamentarische Krise, sondern auch soziale Krise. Für eine Reform der Gesellschaften, und das muss man jetzt in Stuttgart im Anthroposophischen nicht so sehr überbetonen, denn das ist, glaube ich, gut bekannt, welche großen Vorschläge da gemacht worden sind, auch von Rudolf Steiner selbst und seinen Mitarbeitern. Man kann sagen, im Rückblick ist das letzte Jahr, wo er sich an die deutsche Öffentlichkeit wandte. Das allerletzte Jahr, danach war Rudolf Steiner so gut wie nicht mehr in Deutschland, weil es auch keinen Sinn mehr machte. Im öffentlichen, sogenannten öffentlichen Deutschland. Es ist wahrscheinlich Ihnen gut bekannt, es gab im Januar und Mai 1922 die großen Vortragsreihen, organisiert von einer jüdischen, der größten damaligen Konzertdirektion Wolf und Sachs. So ein berühmtes Veranstaltungsbüro in Berlin mit Sitz, aber auch in München. Und die baten Rudolf Steiner, ob sie für ihn, es war nicht seine Idee, in den größten Sälen des Landes Vorträge veranstalten können, weil sie der Auffassung waren, nicht nur, dass das ökonomisch gut werden wird, sondern weil das irgendwie doch eine Botschaft an die Zeit war. Und so hat Rudolf Steiner ja im Januar und im Mai Deutschland bereist und hat eben in diesen riesigen Sälen, die eben damals großer Saal Philharmonie Berlin oder so weit über 1000, fast 2000 Menschen umfassten, gesprochen. Im Januar war es die große Reise mit dem Thema, es war fast immer der gleiche Vortrag in Variationen, das Wesen der Anthroposophie. In Stuttgart Rätsel der Seele, aber sonst in vielen anderen Städten und bis zu 20.000 Menschen hörten ihn. War ungeheuer anstrengend, auch mit der Stimme. Es war ja weithin unverstärkt. Es ist nicht ohne, vor 1.000, 2.000 Menschen zu sprechen. Und im Mai noch einmal. Wenn man die Resonanz dieser Vorträge sich anblickt, ist im Januar ganz deutlich, die Säle sind voll. Rudolf Steiner spricht sehr anspruchsvoll. Er erzählt nämlich nicht irgendwie schöne Ergebnisse aus der anthroposophischen Menschenkunde, sondern er spricht eigentlich über den wissenschaftlich erkenntnismethodischen Weg, dessen, was er Geisteswissenschaft nannte. Wie erlangt der Mensch, und zwar durch systematische Übungen, ein erweitertes, vertieftes, vergrößertes Bewusstsein? Es geht eigentlich um Bewusstseinphänomenologie und die Übungen dorthin. Und die sind schwierig. Und da merkte man in diesen großen Sälen, Friedrich Rittelmeier hat es für Berlin beschrieben, viele hatten was anderes erhofft. Christologische Aussagen, Weltbilder. Und der Mann spricht über Schulungen des Bewusstseins. Und dennoch waren sehr viele Menschen beeindruckt.
Ein Wissenschaftler sprach über Wissenschaft, Geisteswissenschaft. Die Seele waren voll, die Menschen sehr still, manche enttäuscht, aber wahrlich nicht alle. Interessant war die Reaktion der Presse. Einhellig, nicht nur negativ, sondern eine völlige Abrechnung. Und das ist jetzt nicht der völkische Beobachter gemeint oder die rechtsradikale Presse, ich komme zu ihr, sondern die besten deutschen Tageszeitungen damals, die Frankfurter Zeitung, die Süddeutsche. Es ist nicht nur negativ, sondern es ist eine völlige Abrechnung mit diesem Scharlatan. Das ist alles vor wenigen Jahren erst gesammelt, publiziert worden in einem der Magazinhefte, sind eigentlich Bücher des Rudolf-Steiner-Archivs von Anne Weise, die das zusammenstellt. Es ist eine schreckliche Lektüre. Im Mai war es so, dass die Presse sich gar nicht mehr so interessierte, hat auch Affekt gezeigt, die Säle waren nicht mehr ganz so voll. Es ist nicht ganz unwichtig, was in den Medien steht, auch im Hinblick auf das Ansehen eines Menschen oder einer Gesellschaft. Aber im Mai war das Phänomen, dass es an drei Orten zu durchaus sehr gefährlichen Krawallen kam. Am besten untersucht ist die Münchner Situation und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, dass man sagt, es war ein Mordversuch. Man weiß darüber heute einiges, nicht auch zu der Organisation Konsul und zu den Umständen dieser Störungen, in Anführungsstreichen. Es war schon mehr als eine Störung. Im Juni wurde Walter Rathenau ermordet, auch Steiner stand auf solchen Listen und kann man alles belegen. Lorenzo Ravalli und andere haben das ja schon vor Jahrzehnten fast getan, im Visier der völkischen, der antisemitischen, der rechtsradikalen Kräfte. Und ich habe letztes Jahr noch einmal sehr deutlich darauf aufmerksam gemacht, was Adolf Hitler und Rosenberg geschrieben haben im März 1921 im Völkischen Beobachter, Hitler selber über Steiner. Also das hat an Hass und Klarheit der Diktion, lässt es nichts zu wünschen übrig. Und so waren eben auch die Störungen, die waren Hakenkreuzstörungen, nicht? Das war nicht irgendein kleiner Tumult, sondern das kann man heute ganz gut nachvollziehen, welche Gruppierungen es gewesen sind, auch welche Gruppierungen das Goethe-Anum zerstört haben und welcher Rechtsradikalismus dort beteiligt war, welche völkischen antisemitischen Strömungen beteiligt waren. Beide Tourneen waren so, dass Rudolf Steiner sagt, es ist Schluss. Und als diese liebenswürdige Konzertdirektion wieder anfragt, sagt er, nein, ich mache das nicht mehr im Herbst. Die nächste Frage war für Herbst 22. Und da gibt es einen sehr schönen Antwortbrief, wo sie dann schreiben, dann hoffen wir eben auf andere Zeiten, wo man wieder anders wird hören können. Es ist zu Ende und Christoph Lindenberg hat das schon ausgerechnet. Es ist eigentlich zu Ende mit den öffentlichen Vorträgen Rudolf Steiners, vor allem in Deutschland. Es ist eigentlich keine Öffentlichkeit mehr da. Oder man kann eigentlich nicht mehr öffentlich sprechen, zumindest nicht mit so etwas wie Anthroposophie. In dieser Situation von Hass, Diffamierung, Verdrehung. Auch ein Vortrag von Albert Einstein war 1922 an der Münchner Universität nicht mehr möglich. Erstens war er Jude. Das war das Hauptargument, dass man sagte, man könne diesen Mann nicht hinreichend schützen vor diesen anderen Kräften. Bayern, München war das Zentrum der Reaktion, der rechtsradikalen Reaktion seit der Ermordung, kann man schon sagen, von Kurt Eisner und von Gustav Landauer. Es ist interessant, was da begann in München und auch nie mehr ganz erlöst wurde letztlich, wie München umschlägt. Es gibt ein sehr gutes Buch eines englischen Historikers über Hitlers München und wie so etwas umkippt in einer Stadt. Also Rudolf Steiner begann mit dem großen öffentlichen Aufschlag und er nimmt den eigentlich zurück. Man kann auch sehen, dass er 1921 die Wochenschrift Das Goethe-Anum sehr politisch international begonnen hat. Sie haben vielleicht ja letztes Jahr noch mal ein bisschen mitverfolgt. Das war eigentlich der Beginn dieser Zeitschrift vor 100 Jahren, also eine international konzipierte Zeitschrift,
Anthroposophie und Dreigliederung. Das Wort international nahm man dann aus 1933 auf Druck des Nationalsozialismus zurück, um die Auslieferung des Heftes noch ermöglichen zu können. Und dann das Wort Dreigliederung, das für Hitler auch ein jüdischer Begriff war. Darüber hat er 1921 am 14. März im Völkischen Beobachter geschrieben. Es lohnt sich, diesen Aufsatz von Hitler zu lesen, um zu wissen, womit man es zu tun hat eigentlich. Dieses Organ hat Rudolf Steiner recht politisch begonnen. Anthroposophie ist zwar nichts, was direkt sich mit Politik beschäftigt, aber sie greift sehr wohl in die Res Publica ein, in das öffentliche Gemeinwesen, in die Polis im Sinne von Hannah Arendt. Natürlich war Rudolf Steiner immer ein politischer Mensch. Viel politischer als viele der Freunde der Anthroposophie. Von Anfang an, schon in der Arbeiterbildungsschule in Berlin, in der Schule, wo er unterrichtet hat, die Liebknechtschule. Und er war sehr betroffen auch von der Ermordung von Rosa Luxemburg und dem Liebknechtssohn. Er war immer politisch sehr, sehr wach. Nur, dass eben Anthroposophie als solche nicht politische Stellungnahmen abgibt und für eine Partei. Aber natürlich betrifft sie das öffentliche Gemeinwesen. Und so beginnt auch die Zeitschrift 1921, aber erstaunlich, Christoph Lindenberg wies darauf hin, den letzten wirklich direkten Artikel, der sich mit politischen Zeitumständen beschäftigt, veröffentlicht Steiner im März 22. Er schreibt weiter die Leitartikel für die Wochenschrift, aber er tritt ein Stück zurück von der Tagespolitik, also von dem, was damals Abrüstungsverhandlungen waren beispielsweise und andere zeitpolitische Phänomene. Er spricht weiter über die Aufgabe der Anthroposophie in der Zivilisation, aber wie ein vielleicht auch Sehen, da ist im Moment sowieso außer Hass nichts zu ernten. Das war im März, nicht im April, wird Stalin Generalsekretär der KPDSU. 24. Juni wird Walter Rathenau ermordet. Es war ein Jahr, wo es Monat für Monat schlimmer wurde. 28. Oktober, Mussolinis Marsch auf Rom. Jetzt kann man sagen, das ist lang her mit Mussolini. Aber wenn man denkt, welche Folgen, auch welche untergründigen Beziehungen zwischen etwas wie jemand wie Berlusconi und Mussolini, also was sich eingeschrieben hat in diese Länder, auch welches System der Korruption und der moralischen Diskreditierung und der moralischen Substanzverlust. Es ist schon viel geschehen in Anfang der 20er Jahre für die Zukunft des alten Europas. Steiner zieht sich etwas zurück. Er gibt natürlich die Öffentlichkeit nicht auf. Ich lese daraus, dass er, wie soll man sagen, keinen Sinn darin sieht, um die deutschen Tageszeitungen zu kämpfen, um die mediale Berichterstattung auf dieser Ebene. Er hat die Menschen nie aufgegeben. Aber natürlich waren diese öffentlichen Vorträge dazu da, ein anderes Bild der Anthroposophie in der Öffentlichkeit zu ermöglichen, gegen den Sektenvorbehalt, gegen. Aber in dieser Öffentlichkeit, zu ihr war kaum zu sprechen. Man kann sagen, ja gut, dann gib halt die Tageszeitungen auf und halt trotzdem die Vorträge. Das war auch sein Kurs. Aber dann werden die Vorträge eben gestört und fast zerstört. Nicht das Licht geht aus mittendrin und es kommt Krawall. Es ist schon schwer dann zu sprechen. Und es wird auch gefährlich für seine Mitarbeiter, auch für die Eurythmisten, Eurythmistinnen vor allem damals, die ja oft Aufführungen machten. Also das waren schon nicht nur unschöne Szenen, sondern es war gefährlich in Deutschland 1922, Anthroposoph zu sein, nicht jetzt wegen der Allgemeinbevölkerung, aber wegen dieser radikalen politischen Kräfte. Ich habe jetzt vor allem den Rechtsradikalismus genannt, der auch das Hauptproblem war, aber es gab auch auf der linken Seite natürlich auch aggressiv radikale Kräfte. Das Letzte, was Rudolf Steiner dann doch aber noch tut in Deutschland, war der Berliner Hochschulkurs, wobei der vor die zweite Reise fällt, also März 22 nochmal ein großer wissenschaftlicher Kongress von Anthroposophen in Berlin.
Wenn man heute das Programm anguckt, denkt man, wow, würden jüngere Leute sagen, 7 Tage lang, jeden Tag eine Fachwissenschaft, anorganische Naturwissenschaft am ersten Tag, organische Naturwissenschaft und Medizin am zweiten Tag, Philosophie am dritten, Erziehungswissenschaft am vierten, Sozialwissenschaft am fünften, Theologie am sechsten und Sprachwissenschaft, Logoswissenschaft am siebten. Aber nicht, dass Rudolf Steiner den ganzen Tag gesprochen hätte, sondern er gab einen Eröffnungsvortrag. Den Vorsitz des wissenschaftlichen Tages hatte aber ein Fachwissenschaftler. Und dann gab es bis zu 5 Beiträge von Anthroposophen, die in diesem Bereich Fachwissenschaftler waren und versuchten zu beschreiben, was durch diese neue Geisteswissenschaft sich für ihr Fach an Initiativen, Perspektiven, Erweiterungen ergibt. Und abends hat Steiner oft noch an der Philharmonie gesprochen und manche der Dozenten 3 an der Universität. Die Eurythmie-Gruppe aus Dornach war im Deutschen Theater und das war voll. Also so ein Versuch im März in Berlin und im April noch einmal in Den Haag, aber da war die Situation nicht so militant wie in Deutschland. Und auch da musste Rudolf Steiner sagen, die Vorträge waren gut, mit der Theologie war er nicht so ganz zufrieden an der Stelle, aber was ankam in der Presse, war eine Katastrophe. Und es war auch deutlich, es wurden nur negative Artikel überhaupt gedruckt und angenommen von den Redaktionen. Das war der letzte Hochschulkurs in Deutschland, den Rudolf Steiner veranstaltet hat. Jetzt kann man sagen, oh je, man steht eben als Anthroposophen guten Willens in einer feindlichen Welt. Aber das ist ja immer zu einfach. Erstens ist die Welt nicht per se feindlich und es gab sehr viele Menschen 1922, wie in der Gegenwart, die mit der Anthroposophie nichts zu tun haben, aber die dringend suchen nach neuen Entwicklungen, Perspektiven. Das ist erstens so, dass es keine feindliche Umwelt war in dem klassischen Sinne. Und zweitens, die Probleme waren auch interner Natur. Schon am Beginn des Jahres 1922 sagt Rudolf Steiner einem Dornacher Vortrag, sehen Sie, meine lieben Freunde, wir haben wenigstens in Mitteleuropa in den letzten Jahren eine sehr starke Ausbreitung der anthroposophischen Bewegung gehabt. Die anthroposophische Bewegung ist heute ein Faktor in der europäischen Welt. Als geistige Bewegung ist sie ein Faktor. Aber wir haben keine Organisation, um diese Bewegung irgendwie zu lenken und zu leiten. Die anthroposophische Gesellschaft ist nicht in der Lage, die anthroposophische Bewegung zu tragen. Denn die anthroposophische Gesellschaft ist so stark durchsetzt von sektiererischen Neigungen, dass sie die anthroposophische Bewegung, wie sie heute ist, wie sie sich herangebildet hat, eben nicht tragen kann. Er sagt das in einem internationalen Kurs, den ersten eigentlich am Goetheanum, ein pädagogischer Kurs, wo Pädagogen aus England gekommen waren, aus Skandinavien, aus den Niederlanden, Deutschland und der Schweiz, um zu hören, was die Anthroposophie eigentlich 3 Jahre nach Eröffnung der Waldorfschule oder 2,5 zur Anthroposophie, zur Pädagogik zu sagen hat. Das heißt, die Pädagogen waren natürlich keine Waldorfpädagogen, die gab es ja nicht in England, Skandinavien, Niederlande, sondern interessierte Pädagogen, die offen waren. Und zu denen sagt Rudolf Steiner einen so kritischen Satz im Hinblick auf die anthroposophische Gesellschaft. Mit Bewegung meint er ja so etwas wie die Waldorfschule Stuttgart. Und dann noch ein paar andere Dinge. Das heißt, es tut sich etwas. Es ist was in Bewegung mit der praktischen Anthroposophie. Aber die Gesellschaft, die anthroposophische, ja, wenn er es etwas vorsichtiger gesagt hätte, würde er sagen, ein Studienkreis. Man trifft sich einmal die Woche, um Anthroposophie zusammen zu studieren. Und dann vielleicht auch über Gautama Buddha und über Zarathustra nachzudenken oder sich auch in Spekulationen zu verlieren. Ohne Beziehung zu dem, dass Rathenau ermordet wird. Oder wie Hitler eigentlich jetzt Woche für Woche das Terrain erobert, ohne sich dazu zu interessieren, was der Vertrag von Rapallo bedeutet.
ohne sich zu interessieren, wie eigentlich die parlamentarischen Demokratien zusammenbrechen, Zarathustra. Nun war Steiner der Erste, der gerne über Zarathustra sprach, aber so etwas meint er durchaus mit sektiererischen Neigungen. Und zweitens, und das gab es schon seit 20 Jahren, es gab immer eben auch skurrile Menschen innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft mit einem hohen Bedeutungsbewusstsein, einer stark luziferischen Einschlag, würde man sagen, die sich ungeheuer wichtig nahmen oder selber eine Mission hatten oder ein Karma. Also so eine solche Gruppierung, sagt Steiner, ist nicht in der Lage, denn sie sollte eine äußere Organisation bilden, etwas, wovor die Welt sieht, die machen was. Die anthroposophische Gesellschaft müsste etwas sein, wovor man Respekt hat, weil die setzen sich für etwas ein, die ermöglichen Dinge. Es ist ja eine exoterische Organisation primär. Und er sagt, die ist nicht da. Wir haben eine starke Pädagogik, aber keine Gesellschaft. Und da beginnt auch durchaus jetzt, und da möchte ich ein paar Dinge aufzählen, die wir alle nicht so gerne hören, weil die meisten, die heute gekommen sind, haben etwas mit der anthroposophischen Gesellschaft am Hut. Und man blickt lieber auf die Feinde in der Außenwelt. Es ist nicht schön, sich mit Hitler und Rosenberg zu beschäftigen und mit Max Kulli, aber es sind immerhin die Feinde. Schwieriger ist es mit dem, was intern nicht gelingt, denn da ist man selber ja mithandelnd in gewisser Weise. Zu den Schwierigkeiten rechnet in Rudolf Steiner in diesem Jahr auch die Tatsache, dass die anthroposophische Gesellschaft so etwas wie diese öffentlichen Veranstaltungen gar nicht unbedingt begrüßt. Und das war schon 1902 so. Als Rudolf Steiner loszog, für die Anthroposophie öffentlich zu wirken, gab es ja die ersten Zweige und Arbeitsgruppen, die freuten sich, wenn Dr. Steiner kam und zu ihnen sprach, aber er wollte immer, dass auch ein öffentlicher Vortrag stattfindet. Und den haben sie teilweise nur unwillig veranstaltet, denn sie wollten ihn vor allem selber hören. Und sie sind manchmal auch gar nicht zum öffentlichen Vortrag gegangen, diese Zweigmitglieder. Das beschreibt Steiner in Briefen an Marie von Sievers in 1903 und 4 und 5, dass die Mitglieder dieser Arbeitszusammenhänge an dieser Öffentlichkeit wenig Interesse haben. Und das blieb so, auch an der sozialen Dreigliederung als öffentliche Aktivität. Man wunderte sich damals in Stuttgart über Steiner. Der war monatelang hier in der Stadt und hielt nur öffentliche Vorträge und hat nichts intern über Christologie. Er hat alle Kraft in diese öffentlichen Vorträge. Und ja, ist er jetzt Politiker geworden? Er spricht bei Daimler, er spricht bei Bosch. Aber zu uns nicht. Und der größte Zweig damals war Berlin, den er selber aufgebaut, über 1000 Menschen. Und da kam einmal ein junger Mitarbeiter aus der Dreigliederungsbewegung zu Steiner und sagt, wissen Sie was? Diese Zeitschrift, die wir jede Woche machen und wo Sie immer den Leitartikel schreiben über Dreigliederung des sozialen Organismus, von den 1000 Leuten in Berlin haben den 50 abonniert. Ungefähr, ich weiß nicht mehr genau die Zahl. Und Steiner guckte sehr ernst und sehr betroffen und sagte, ja, da haben Sie es richtig mit einer Gegenbewegung zu tun. Gerade in Berlin hatte er so gehofft, dass die Anthroposophen in der Stadt verstehen, wie sehr das Schicksal ihrer Stadt an so etwas hängt, wie an einer neuen gesellschaftlichen Organisation oder ob sozusagen Ludendorff, das deutsche Militär, die deutsche Großindustrie und die politisch reaktionären Kräfte zur Revanche rüsten. Ist ja so gekommen, nicht wahr? Und Steiner hatte ja ein Modell vorgeschlagen der Entflechtung von Ökonomie, Politik und Bildungsleben. Aber die Berliner Anthroposophen interessierten sich zu einer Minorität nur dafür. Und so war das auch 1922, diese Hochschulkurse, fragten sich viele Mitglieder, was macht er da eigentlich? Oder auch diese riesigen Vorträge, warum sprach er denn so? Es war zu trocken, es war zu wissenschaftlich und irgendwie haben sie den Eindruck, sind fast enttäuscht von diesem nach außen gehen. In Stuttgart hier, sagt Rudolf Steiner am 23. Mai 1922 im Zweig, sie haben schon recht, zwischen beiden Bewegungen heute
klafft ein Abgrund zwischen derjenigen, die diese Vorträge organisiert, diese wissenschaftlichen Hochschulkurse, und zwischen dem Zweigleben. Es gibt keine Vermittlung, keine Brücke. Und wir können die Brücke nicht schlagen, weil einfach die Mitarbeiter dazu fehlen und weil denjenigen, die Mitarbeiter sind, die Zeit fehlt, diese Brücke zu schlagen vor dem, was die Welt heute von uns fordert, wissenschaftliche Begründung der Anthroposophie und dem, was aus der Esoterik heraus gearbeitet werden muss. An dieser Stelle wird es sehr deutlich, dass er gar nicht sagt, vergessen Sie die Esoterik. Im Gegenteil, es geht um die Vertiefung auch der Anthroposophie, um das, was man Verinnerlichung nennen kann. Aber gleichzeitig brauchen wir die Kraft, um draußen dazustehen für das, was öffentliche Geisteswissenschaft ist. Und dazwischen ist ein Abgrund. Darüber spricht er auch in Wien zu den Mitgliedern am 11. Juni in diesem Vortrag Anthroposophie als ein Streben nach Durchchristung der Welt, ganz am Anfang des Vortrages. Das ist während des Wiener Kongresses, ich komme gleich noch auf ihn, der auch so ganz öffentlich ist, aber einen internen Vortrag hält er vor den Mitgliedern in Wien, eben jenen berühmten, der auch in diesem Büchlein noch einmal abgedruckt worden ist, Anthroposophie als ein Streben nach Durchchristung der Welt. Und da beginnt er auch, dass er sagt, ich verstehe, meine lieben Freunde, Ihre Enttäuschung. Ich verstehe, dass Sie in diesen öffentlichen Vorträgen schmerzlich die Anthroposophie und die anthroposophische Sprache vermissen. Und Sie haben ja recht, wir haben nie nach Popularität gestrebt. Anthroposophie habe immer so gesprochen, wie sie sprechen musste, aus dem innersten Charakter ihres Wesens heraus. Aber nun sei die Situation eben die, nachdem man ein Goetheanum begründet hat und als freie Hochschule für Geisteswissenschaft in die Welt gestellt hat, nachdem man eine Waldorfschule mitten in Stuttgart begründet hat, muss man Rede und Antwort stehen öffentlich vor dem großen Publikum. Was ist Anthroposophie? Dabei handelt es sich nie darum, die Anthroposophie der Wissenschaft anzunähern, sondern die Wissenschaft mit Anthroposophie zu durchdringen, was natürlich nicht leicht sei. Aber er selber, so Steiner in Wien, ich referiere immer noch die Einleitung dieses Vortrages, sei sehr froh, dass es so hervorragende Leute gäbe, fachlich geschulte Freunde in unseren Reihen. Aber die können halt nicht alles machen, wenn Sie jetzt in Stuttgart an jemanden wie Kolisko denken und an manche dieser Waldorflehrer damals, die ja genau bei diesen Hochschulkursen und immer dabei waren und dann noch unterrichtet haben, aber die haben dann vielleicht im Zweig nicht auch noch neuere christologische Studien angestellt. Steiner sagt, er selber arbeite sehr wohl in Dornach an der Fortbildung des Esoterischen. Die Brücke werde auch gebaut werden, aber es dauere etwas. Also man merkt, es wird eine Zerreißprobe. Man muss nach außen angesichts dieser Gegenwucht, und es ist auch richtig, nicht nur protektiv, sondern Steiner rang ja um einen erweiterten Wissenschaftsbegriff. Und er wusste, wie sehr die Überwindung des platten, positivistischen, naturwissenschaftlichen Weltzugangs, also in der simplen Form, wie sehr eigentlich das Überleben der Menschheit daran hängt, ob man wirklich weiterhin meint, es ist eh alles atomistisch sinnlos, oder ob in der Wissenschaft selber auch eine Wissenschaft des seelisch-geistigen, ob solche Wirklichkeitsbereiche methodisch erschlossen werden oder einfach weiter ignoriert werden, wie im 19. Jahrhundert, dass man sagt, Wissenschaft ist sich das, was sich mit der materiellen Welt beschäftigt. Es gibt vielleicht noch Leben, es gibt vielleicht Bewusstsein, aber da gibt es keine wissenschaftliche Methodik. Höchstens, dass wir Neuronenprozesse materiell untersuchen. Das wäre dann die wissenschaftliche Erforschung des Bewusstseins. Also die Reduktion der Psychologie, auch der Bewusstseinspsychologie, auf neuronale Prozesse ist bis heute so. Das gilt als Wissenschaft der Bewusstseinserforschung. Nicht in allen Kreisen, es gibt schon auch noch andere Menschen, aber das war die Situation. Und Steiner sagt, wenn wir die nicht ändern, wenn wir nicht den Wissenschaftsbegriff öffentlich erweitern, dann wird der Materialismus immer gröbere Formen annehmen.
Also es geht eben nicht nur autoprotektiv, wir sagen, was wir tun, sondern wir versuchen gleichzeitig die Wissenschaftsentwicklung zu fördern. Also diese Spannung in so einem aggressiven Milieu, dennoch diese wissenschaftlichen Kurse zu machen, gegen diese Presse und dann vor allem diese rechtsradikalen Schlägertrupps und dann nach innen hin eine anthroposophische Gesellschaft zu haben, die das eigentlich so ganz nicht verstanden hat. Es ist auch nicht ganz einfach gewesen, aber er wünscht sich eigentlich, dass die sogenannten Mitglieder, dass die da mitgehen. Die müssen ja nicht alles verstehen, was Kolisko irgendwie als Hochschulvortrag dann hält, aber zumindest verstehen. Aber das war nicht die einzige Schwierigkeit. Das nächste Riesenproblem ist die Ökonomie. Denn die Inflation wird stärker und das Götterarnum ist nicht zu Ende gebaut und das Geld fehlt. Die Verarmung, die durch den Krieg gekommen ist, die wird Jahr für Jahr schlimmer. Und Steiner plagt sich mit diesem nicht zu Ende gebauten Götterarnum. In Holland sagt er, das Götterarnum ist mit Enthusiasmus gebaut worden, begonnen worden. Gerade denjenigen, die am Ausgangspunkt dieses Enthusiasmus gestanden haben, ist aber, bei denen ist der Enthusiasmus verrauscht. Heute haben eigentlich mir allein sie die Sorge überlassen, wie es nun weitergehen soll. Es ist selten, dass er so persönlich wird. Aber dieses Götterarnum lastet auf ihn. Ein Bauprojekt, Vorkriegsbauprojekt. Viele Gelder sind ja eben nicht aus der Schweiz gekommen, sondern aus Deutschland, aus den Niederlanden, aus Norwegen. Und nun war Krieg und die Länder sind verarmt, Deutschland furchtbar. Und das Geld kommt nicht mehr und es beginnt auch so die Frage, brauchen wir das überhaupt noch? Zumal die Grenzen schließen sich zunehmend. Vor dem Krieg konnten sie ja ohne Pass von Paris nach. Also Rilke ist noch richtig ohne Pass. Das Grenzproblem und die Xenophobie, die Fremdenfeindlichkeit, da hat Stefan Zweig wunderbar drüber geschrieben. Das sind alles Folgen dieser Zäsur des Ersten Weltkrieges. Die Begeisterung für das Zentrum in der Schweiz ist nach dem Krieg nicht mehr so wie vorher. Und die Menschen haben andere Probleme auch. Das versteht Steiner und dennoch. Sie wissen, dass 1920 Aktiengesellschaften gegründet wurden, in Stuttgart der kommende Tag, in der Schweiz die Futurum, die beginnen zu kollabieren unter den weltwirtschaftlichen europäischen Bedingungen. Beide zerbröckeln und sind riesige Probleme damit verbunden. Nicht nur ökonomischer Art, denn die Waldorfschule sollte ja unterstützt werden vom kommenden Tag, sondern Sitzungen über Sitzungen. Und Steiner sitzt da im Verwaltungsrat und da ist auch viel Unfähigkeit von den Menschen, spielt eine Rolle, denn eben man kann eine tolle Ideen haben, aber vielleicht nicht der richtige Mann sein, um so eine Aktiengesellschaft aufzubauen. Aber die Bedingungen waren eben katastrophal, auch zunehmend. Und diese öffentliche Diffamierung ist ja auch nicht so, dass es dann die Geldgeber enthusiastisch stimmt. Wenn Anthroposophie so schlecht dasteht wie in den letzten 2 Jahren oder 1922, nimmt schon auch die Unterstützung ab. Selbstverständlich. Anders wäre ja seltsam. Also Steiner verbringt unglaublich viel Zeit mit diesen Aktiengesellschaften, die am Ende beide liquidiert werden müssen. Jetzt könnte man über die Probleme der Stuttgarter Schule sprechen, über die er sich sehr ausführlich äußert in einem Brief an Edith Marion. Möchte das aber gar nicht vertiefen, es ist irgendwie auch zu traurig, wie er sagt. Er erlebe nicht mehr den Enthusiasmus bei den Lehrern. Und vieles andere stimmt ihn traurig. Das geht so weit, dass er schon gar sagt, Weihnachtsspiel, ich weiß nicht. Nichts gegen Weihnachtsspiele, aber es wird die Aufmerksamkeit abgelenkt vom Unterricht. Ich glaube, je besser die Aufführung wird, desto schlimmer für die Schule. Ich wünsche, dass für die Schule die gleiche Begeisterung vorhanden wäre wie für die Weihnachtsspielaufführung. Klar, November, aber es ist schon bitter zu hören von jemand wie Steiner, der diese Spiele und ihren pädagogischen Wert sieht. Aber er sieht vor allem, dass der Schulrat recht hat. Der Schulrat, der da war und wo die Lehrer sich beschwerten, was für ein negatives
Einschätzung der Mann abgab und er liest es durch und er sagt, der Mann hat völlig recht. Hat völlig recht. Der Schlendrian ist hier eingezogen. Ja? Also die Beziehung zu den Kindern und Jugendlichen lässt sehr zu wünschen übrig. Irgendwie, sie sitzen hier auf ihren Stühlen rum. Es war nicht unbedingt so ein Kollegium, das so nur so rumsaß. Steiner wird bitter, hart. Man merkt die Spannung, unter der er steht, aber auch die Schule steht, das Land steht, die Zeit steht. Und kulminierend ist das Ganze eigentlich mit den Ärzten und den Naturwissenschaftlern. Friedrich Husemann, diese große medizinische Woche Gensheide, also wo die Klinik hier noch existierte, und dann lädt die Klinik ein für Vorträge und alle Ärzte von Stuttgart sind eingeladen und Steiner ist nicht so sehr beeindruckt von dem, was die Ärzte da so erzählen, aber am wenigsten ist er beeindruckt vom Büchertisch, denn da fehlt das für ihn wichtigste Buch, Lilli Koliskos Forschungsergebnisse. Und das liegt nicht da. Ich meine, Steiner war ja jetzt nicht ein Werbefachmann, aber es ärgerte ihn ungeheuer, wenn Arbeit geleistet wurde innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft und Bewegung und dann nicht gesehen wird. Wenn kein Büchertisch da ist oder das entscheidende Buch nicht da ist. Weil es ist ja auch klar, dann kaufen es die Leute nicht, dann macht der Verlag bankrott. Dann, und vor allem, warum lohnt sich Forschung zu machen, wenn dann die Rezeption fehlt? Und warum, wo ist das Buch? Er fragt, wo ist das Buch? Und dann schreibt er an Marie Steiner am Abend, jetzt, während ich dies schreibe, telefonierte mich Husemann an, der eigentliche Urheber des Boykotts der Koliskoschen Broschüre ist. Ich musste ihm durchs Telefon sagen, da er mich noch heute persönlich sprechen wollte, von dem Ärztekollegium der Klinik ist eine krassere Opposition ausgegangen als von irgendjemand in der anthroposophischen Gesellschaft. Sie haben den Auftrag gegeben, während der Ärztewoche eine Broschüre, die ich für gut finde, zuzudecken, damit niemand sie sieht. Ich verzichte darauf, von Ihnen Erklärungen entgegenzunehmen. Vielleicht ist dann auch der Hörer auf die Gabel gefallen, aber es muss ja nicht alles wie im Comic enden. Aber also man hört es noch durch, nicht wahr? Er schreibt das in so einem Brief. Also er schreibt Marie Steiner, was er Husemann gesagt hat. Ich verzichte darauf, von Ihnen Erklärungen entgegenzunehmen. Von wegen persönliche Gespräche, es gibt nichts zu besprechen. Schon hart. Und Friedrich Husemann war ja der Auffassung, das Buch ist wissenschaftlich nicht haltbar. Und wir blamieren uns, wenn wir jetzt da die Öffentlichkeit anlehnen und dann kommen wir zu einer Broschüre. Der hatte auch schon seine Gründe, der Mann. Aber Steiner hielt das für Feigheit, letztlich. Ich möchte einfach nur sagen, es war jetzt nicht nur so, dass die Schwierigkeiten bei den anderen nur lagen. Dann diese wunderbare Gründung der Christengemeinschaft. Steiner hielt sie ja für großartig am 16. September. Und wir denken ja da dieses Jahr sicher, manche von uns oder viele auch daran. Aber Ende des Jahres 22 war eine Situation erreicht, wo Steiner sagt, es ist völlig falsch gegangen. Jetzt nicht die Gründung, aber was daraus geworden ist. Vielleicht berühmt der Brief von Professor Wohlbold, Zweigleiter in München, der ihm schreibt, der Zweig ist leer, die Leute sind alle bei der Christengemeinschaft. Die Kasse des Zweiges ist auch leer, das Geld ist alles bei der Christengemeinschaft. Gerhard Klein, der Pfarrer, der dreimal am Tag zelebriert und alle sind dort, sagen, wenn man nicht hingeht, trägt man dazu bei, dass der ätherische Christus nicht erscheint. Steiner habe das gesagt. Das war ein ganz junger Mensch, Gerhard Klein, der sich da wohl etwas verloren hat in der Euphorie. Aber es gab solche Beispiele. Nicht ganze Zweige haben sich umbenannt in Christengemeinschaft. Zyklen wurden abbestellt in Dornach. Den Vortrag, den berühmten vom 30. Dezember, hat Steiner als Reaktion gehalten auf eine Entwicklung, die er eine Katastrophe fand für die anthroposophische Gesellschaft. Im Grunde nicht für die Christengemeinschaft, sondern für die anthroposophische Gesellschaft, die meinte, ihr Problem könnte sie am Altar lösen. Also für Steiner bestand die Realität des Altarsakramentes, aber auch die Realität der Aufgabe einer anthroposophischen Gesellschaft. Die kann sich ja nicht abschaffen, weil es jetzt eine Bewegung für religiöse Erneuerung gibt.
Also die eigenen Aufgaben der anthroposophischen Gesellschaft sind völlig untangiert von der Frage, ob irgendwo der christliche Kultus, Gott sei Dank, erneuert wurde. Und die Gesellschaft war schon so schwach. Und jetzt sozusagen läuft sie über. Da entstand dann eine Stimmung fast, als wäre das eine feindliche Bewegung. Nachdem Steiner sehr harte Worte gesagt hat, trat die Gegenreaktion ein. Niemand ging mehr hin. Das hat Rudolf Frieling ja gut beschrieben, wie er eben Ende Dezember 22 vor 100 Menschen in Leipzig Weihnachtshandlung zelebriert hat und nach Steiners harten Worten ein Jahr später vor zwei Leuten, weil die alle nicht mehr gekommen sind. Sie machten aus Steiners Worte, wir haben nichts mit denen zu tun. Das ist für die nur, die nicht Anthroposophie haben. Man hat ihn so vereinfacht und die Christengemeinschaft musste bei Null anfangen. Allerdings nicht bei Null, denn sie hatten immerhin den sakramentalen Ritus. Aber sie hatten keine Menschen mehr, keine Anthroposophen mehr, fast. Nun, das gehört ins nächste Jahr, aber zu den Spannungen, nicht wahr? Dieses Jahr 22, die anthroposophische Gesellschaft meint plötzlich sozusagen, im Kultus ist die Lösung ihrer eigenen Aufgabe. Und da war sie nicht. Und die Naturwissenschaftler können Sie noch fragen, nun ja, Steiner war der Auffassung im Glashaus in Dornach und auch sonst wo sehr viel konventionelle Naturwissenschaft, nicht anthroposophische. Und sagt zu Lili Kolisko, die machen hier eine Tagung und am Ende soll ich auch noch einen Vortrag halten, aber das Programm besprechen Sie gar nicht mit mir. Die Leute behandeln mich hier wie ihren Stiefelputzer. Sie arrangieren Tagungen, ohne mich zu fragen, legen mir fertige Programme vor. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Und zu Albert Steffen und Ita Wegmann sagte ein paar Tage vor dem Brand auch über die naturwissenschaftliche Tagung, er ertrage es nicht mehr, dass das Wissenschaftliche so unanthroposophisch vorgetragen werde. Dieser fehlende Mut, für das Geistige einzustehen. Ein Krisenjahr, das habe ich Ihnen in zwei Aspekten verdeutlicht, einen äußerlichen, wenn Sie so wollen, und einen innerlichen. Jetzt könnte man aufhören und würde erschöpft und etwas verschwitzt nach Hause gehen. Ich möchte jetzt einen dritten Schritt aber wagen, denn für mich war es auch ein ungeheuer aufbauendes Jahr, 1922 in der anthroposophischen Bewegung. Und das macht es vielleicht auch so interessant, denn inmitten all der Schwierigkeiten und dieser Spannungen, die ich so versuchte zu beschreiben, vielleicht habe ich sie auch etwas überzeichnet, sowohl die internen Spannungen wie die äußeren, glaube ich nicht. Aber inmitten all dessen trug sich ja Großartiges zu. Ich hatte Ihnen zitiert, dass Herr Steiner am 3. Januar bei dieser Lehrerkonferenz sagte, dass man keine Gesellschaft habe, die Bewegung zu tragen. Aber was für eine grandiose Konferenz. Das war ich die erste, sagte ich schon, dieser Weihnachtskurs für Lehrer, wo das Goethe-Anum seine Bestimmung zu finden schien. Ich sagte Ihnen schon, Lehrer aus Skandinavien, England, Holland. Rudolf Steiner ist glücklich. Die sind so viele da, dass er die Vorträge zweimal halten muss. Sie werden ins Englische übersetzt. Nach all diesen Jahren, nach diesem mühsamen Bau, nach dem Weltkrieg, es beginnt jetzt etwas. Sie erinnern sich vielleicht, dass Christian Morgenstern Rudolf Steiner für den Friedensnobelpreis vorschlagen wollte, ich glaube 1911. Wir haben ja nur den Entwurf des Briefes meines Wissens, wo er sagt, was dieser Mann leistet für den Weltfrieden. Und dann beschreibt er etwas, was es damals noch gar nicht gab. Einen Ort, wo aus allen Ländern Menschen kommen werden. Etwas Übernationales, eine neue Sprache des Geistes. Und das beginnt jetzt wirklich zu werden. Morgenstern starb 14 und jetzt ein Jahr später, Ende des Jahres, es hätte Christian Morgenstern gefreut, der ja immer so mit Pädagogik verbunden war, dass diese Lehrer kommen, das ist ja nicht selbstverständlich. Es ist gar nicht so leicht, Pädagogen in England zu finden, die keine Anthroposophen sind, und nach Dornach zu fahren, um einen Kurs anzuhören, Anfang des Jahres. Und bei diesem selben Kurs sagt Steiner eben nicht nur das kritische Wort über die Gesellschaft, die anthroposophische,
sondern er sagt auch den Satz, dasjenige, was mit dieser anthroposophischen Bewegung schon seit ihrem Anfang vor 20 Jahren gewollt worden ist, das kommt jetzt eigentlich langsam zur Offenbarung. Ist doch wunderbar. 3 Jahrsiebte später beginnt etwas deutlicher zu werden. Und das kann man ja zeigen, dass er das 1901 schon vor Augen hatte. Das ist ja werkbiografisch nicht schwierig. Er war ja nie derjenige, den Helmut Zander und Miriam Gebhardt porträtiert haben. Den war Rudolf Steiner nie. Er hatte immer diese Vision vor Augen und hat daran zielbewusst gearbeitet. Er war nie dieser Theosoph, als der er, zu dem er gemacht wurde. Obwohl er natürlich auch Positives in der theosophischen Gesellschaft und in der Theosophie selber sah. Immer hatte er diesen Hochschulgedanken, diesen übernationalen Ausbildungs-Menschenkunde-Gedanken für die Zukunft der Zivilisation. Ein wunderbarer Kurs, ich hoffe, viele haben ihn noch mal gelesen, vor allem von den Waldorflehrern dieses Jahr. Also so beginnt dieses Jahr 22, also ist ja der Weihnachtskurs, der beginnt schon Ende 21 und reicht in 22. Positiv war auch, dass Rudolf Steiner 3-mal in England war, 1922, 3-mal mit Edith Marion zusammen. Er war im Frühling an Ostern in London und in Stratford upon Avon, Shakespeare, hat da gesehen abends immer diese Schauspiele und hat Vorträge gehalten. Er war im August in Oxford bei einer ganz großen, international besetzten Konferenz. Ich glaube, Menschen aus 20 Ländern waren gekommen. Er war der Hauptredner. Das Tagungsthema war Spiritual Values in Education and Social Life. Sehr aktuelles Thema, geistige Werte in der Erziehung und im sozialen Leben. Und die Zuhörer waren teilweise Hochschulprofessoren für Erziehungswissenschaften, Leiter von Seminaren für Pädagogik in England. Das war schon eindrücklich, auch was in den Zeitungen stand darüber. Erfolgreich, kann man sagen, sehr erfolgreich. Edith Marion schreibt an Sophie Bauer, alles geht vortrefflich, Vorträge gut besucht, Publikum nimmt warm auf, Qualität Publikum hoch, viele Lehrer und Persönlichkeiten, die im öffentlichen Leben sind. Also in Deutschland diese Diffamierungskampagne, dieser Vormarsch auch der Rechtsradikalen, in England zumindest im pädagogischen Bereich, ein Durchbruch, scheinbar zumindest. Das bildet sich ja auch zum ersten Mal in England eine Initiative aus, um Schulen dieses Typus, den Steiner skizziert, zu gründen. Und im November ist er nochmal in London, wiederum mit Edith Marion. Hoffnung in England, auch in Niederlande, wo er auch 2-mal ist. Überhaupt die fachlichen Arbeiten, der nationalökonomische Kurs, im Oktober der pädagogische Jugendkurs, ein ungeheuer bedeutender Kurs, der hier in Stuttgart stattfand. Auch die Gründung des esoterischen Jugendkreises für diese jungen Menschen oder für einen Teil dieser Gruppierung. Und so könnte man das Jahr weiter durchgehen von den positiven Dingen. Ich habe vorher über diese schreckliche naturwissenschaftliche Tagung an Weihnachten kurz Steiner, die schlimm fand, aber damit ist nicht sein eigener Vortragskurs gemeint, über den Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte und ihre seitherige Entwicklung, einer der größten Kurse, die Rudolf Steiner gehalten hat, Ende 22, am Heiligen Abend beginnend, und auch am Tag nach dem Brand weitergeführt. Und es geht auch praktisch weiter. Jemand wie Ida Wegmann in Arlesheim mit ihrer Klinik entwickelt sich. Futurum geht ein, aber sie gründet zusammen mit Steiner eine neue Aktiengesellschaft, internationale Laboratorien und klinisch-therapeutisches Institut, ILAC, Arlesheim, die spätere Welle da. Letztlich, wenn man so möchte. Also ein neues Trägerorgan für Klinik und anthroposophische Pharmazie, das Wegmann in die Hand nimmt, weil sie sieht, es geht bankrott. Und die Medizin ziehen die mit rein in ihre miese Ökonomie.
Und einmal sagte Steiner, die Frau Wegmann ist die Einzige, die hier was von Geld versteht. In Dornach-Alesheim, große Unternehmerin. Und, aber eben ein sehr wichtiges Organ, das, ein Gefäß, das sie mit Steiner baut und Albert Steffen. Sie expandiert in Alesheim, während alles kollabiert, kollabieren zu drohen scheint. Wir gaben jetzt gerade heraus oder kommt im September Briefe von Ita Wegmann 1922. Da sieht man, wie sie inmitten dieser Krise Zukunft angeht. Auch den Sonnenhof kauft, das war damals ein Bauernhof in Arlesheim, Surihof, ein genialer Schachzug direkt neben dem katholischen Dom von Pfarrer Kulli, der größte Rassist und Antisemit des katholischen Klerus im Schweizer Umraum und der größte Steiner Hasser, der im Dom von Arlesheim residiert und predigt. Und eigentlich das Volk so aufstachelt, endlich diesen Tempel anzuzünden da oben von diesen Sektierern. Interessant seine Argumente, es kehrt so vieles wieder in Schriften, die wir gut kennen, die letzten 20 Jahre von Kulli. Wird vieles wieder, ist vieles wiedergekommen, nicht das Antisemitische, aber anderes. Und direkt neben seinem Dom, der Sonnenhof, wo Ita Wegmann dann ab 23 die seelenpflegebedürftigen Kinder und Jugendlichen hat. Und die gehen dann mit ihren Betreuern durchs Dorf. Das ist nicht der Sinn der Sache. Der Sinn der Sache ist, dass sie gefördert werden. Aber das merkt das Dorf. Arlesheim spürt das, was Frau Wegmann tut, was der Sonnenhof macht. Das ist gut. Da kann der Pfarrer erzählen in seinem Dom, was er will. Aber letztlich hat er sozusagen gegen Kaspar Hauser und Mignon keine Chance. Also die Kinder, die Jugendlichen, die wirken. Und die sie Betreuenden, wenn es Daumers sind oder Werner Paches oder Julia Borz oder Ita Wegmanns, wie so die damaligen Betreuenden hießen, das ist interessant, es ist 22 entstanden, inmitten dieses Jahres, wobei Ita Wegmann erstmal dachte, den Hof für Lebensmittelversorgung der Klinik und für Rekonvaleszenzpatienten oder für Angehörige, die ihre Kranken besuchen wollen und Unterkunft suchen. Aber ab 23 kommen die Kinder. Aufbruch der Kinder 1924 nannte Dora Krück ihr Buch über ihren Sohn Wilfried Emanuel Kunert und die ganze Gruppe. 23, 24. Da merkt man inmitten dieser Hasskräfte das andere. Wunderbar auch Wien, ich sprach es an. Für Steiner immer einer der Höhepunkte der anthroposophischen Gesellschaft, der Wiener Kongress, kann einem ja sehr nahe gehen dieses Jahr, dass es da im Juni 1922 in Wien den großen Kongress gab, West-Ost, zweiter internationaler Kongress der anthroposophischen Bewegung zur Verständigung westlicher und östlicher Weltgegensätzlichkeit. Es war dieses Jahr ein großer Kongress in Wien geplant und durch Corona und alles andere interne ist es kleiner geworden, sehr klein, glaube ich, geworden. Hätte schon was gehabt dieses Jahr, musste ich denken. Aber man kann die Geschichte eh nicht zurückdrehen. Aber gerade dieses Jahr, wo dieses Thema wieder so brisant wurde, kann es einen schon merkwürdig berühren, dieser Wiener Kongress. In der Einladung stand, dass dieser Kongress eben deswegen so notwendig sei, weil es jetzt eine Verständigung geben müsste über die Kulturwelt der Erde hin. Sonst die Zivilisation gerade auch in Europa zusammenbrechen würde. Für Rudolf Steiner, wenn ich das ein bisschen persönlich sagen darf, sowieso ein großer Moment, wenn Sie die Topografie von Wien kennen. Das Musikvereinsgebäude am Karlsplatz, das ist da, wo er studiert hat. Nicht? Am Karlsplatz ist die Technische Hochschule und daneben war Karl Julius Schröers Evangelische Schule. Und Schröer hat dann ja auch Unterricht gegeben in der Technischen Hochschule an dem Platz. Und Rudolf Steiner ist mit Felix Kogutski oft dahin gewandert, dem Kräutersammler.
Und jetzt kehrt er zurück an diesen Karlsplatz, aber in den größten Saal, nämlich eben an diesen großen Festsaal dieser Konzerte, in dieses Musikvereinsgebäude, in ein Wien, das eigentlich furchtbar depressiv war 1922. Die Stadt war von Hunger geprägt, Inflation, Tuberkulose, seelisch gesehen Ratlosigkeit. Also das kann man bei Josef Roth gut studieren. Es war einfach alles zu Ende. Nicht nur K&K, sondern die Möglichkeit Österreich. Und mitten in diese eigentlich depressive Verfassung kommt dieser ungeheure Kongress. Auch da waren jeden Abend 2000 Menschen bei Steiners Abendvorträgen, aber die waren tagsüber schon da. Ein riesiges Programm, 10 Tage lang oder länger. Viele Vorträge, aber auch ungeheuer Künstlerisches. Bruckner-Aufführung, tolle Eurythmie-Darstellung, auch vor vollem Haus. Mysteriendramenbilder, Gedichte von Fercher, von Steinwand. Auch das, wenn man denkt, Steiner bringt Fercher zurück nach Wien, auf die Bühne. Aber eben auch Josef Kittier und Friedrich Lämmermeier. Gedichte von seinen Jugendfreunden, jetzt kann man sagen, ach, das ist so eine Reminiszenz. Aber das waren schon Wesenheiten. Kittier ist schon gar noch da. Ein Jahr später stirbt er in der Psychiatrie unter tragischen Umständen in der Landesirrenanstalt. Steiner gibt ihm die gesamten Abendeinnahmen von diesem Vortrag. Also das hat er auch als Autobiografisches, aber ich meine, Steiners Autobiografie ist halt nichts Persönliches. Das war eben schon ein großes Menschheitsschicksal, was sich da auch biografisch entwickelt. Darüber ließ es sich viel sagen, auch was er in den Vorträgen sagt. Aber vielleicht möchte ich lieber atmosphärisch nochmal dieses Hotel Imperial, wo er wohnt. Da waren ja zahlreiche Menschen in allen Pausen, die mit ihm sprechen wollten. Und das hat Günter Wachsmuth sehr, sehr schön beschrieben, wie sie alle zu ihm gekommen sind. Mit am berührendsten, das hat auch Christoph Lindenberg sehr herausgearbeitet, ist Max Hayek vielleicht, ein mährischer Dichter aus der Stadt Birnbaum, Ruschki, Schriftsteller, Übersetzer, Jude. Der beschreibt sehr schön, wie er Steiner kennenlernte. Das war am Ende des Kongresses und Steiner war auch sehr erschöpft. Ich stand einem alten Manne gegenüber, schreibt Hayek, der kein Anthroposoph war, einem alten niederösterreichischen Bauern. Ja, das war ein echter Österreicher von dem Typ, den der österreichische Boden selten, ganz selten hervorbringt, in dem aber die Kräfte von dieser und jener Welt in ganz eigentümlicher, kernhafter, markiger Weise sich kreuzen. Ich sah einen alten Bauern, der sich auf dem Grunde seines Ackers zu Tode geplagt hatte und nun welk und verbraucht vor mir stand, ein guter, guter Mensch, der alles eingesetzt und sich völlig ausgegeben hat. Aber eben auch ein Mann von vollkommener Bildung und vollkommenem Adel, ein Eingeweihter, ein Geist von großartiger Universalität, ein wahrhaft goethischer Mensch, ein Weltbürger nicht nur, sondern ein Weltenbürger. Er war denn auch ein Fremdling auf dieser Erde, ein Fremdling unter den Menschen, einer jener tragischen Fremdlinge, die zu uns kommen, sich an uns verschenken und sterben. Er selber, Hayek, ist unter tragischen Umständen gestorben, wenn ich das noch sagen darf, am 19. Mai 1944 aus Mechelen deportiert nach Auschwitz-Birkenau mit 62 Jahren. Auch so eine Impression, Alice Wenckgraf, jüdische Anthroposophin, Geigenlehrerin, auch in Auschwitz gestorben, sagte dieser Wiener Kongress, das war wie ein Gegenprogramm zu dieser europäischen Katastrophe. Und in Wien hält Rudolf Steiner eben diesen internen Vortrag über Anthroposophie als ein Streben nach Durchchristung der Welt, wo eben die Einleitung so auf diese Spannung eingeht.
Aber dann, esoterisch gesprochen, sagt er, wissen Sie, es ist so wichtig, dass wir die Wissenschaft durchchristen. Wir dürfen die Wissenschaft nicht aufgeben, sondern wir müssen, da müssen wir hin. Wenn es uns nicht gelingt, die Wissenschaft zu durchchristen, dann wird das Furchtbares geschehen. Unter anderem spricht Rudolf Steiner an das drohende Bündnis von Ahriman mit den Naturgeistern. Das schwebe wie so ein Entschluss in der geistigen Welt, dieses Bündnis zustande zu bringen zwischen Ahriman und den Naturkräften. Darüber kann man viel nachsinnen und auch, was davon uns schon eingetreten ist mittlerweile. Und Steiner sagt, umso wichtiger, dass wir Naturwissenschaft, und damit hat er natürlich auch schon Landwirtschaft und anderes vor Augen, durch Christen. Und da müssen wir alle zusammenarbeiten. Jetzt kann man viel über die Spannungen in der anthroposophischen Gesellschaft sprechen, aber wir müssen weiterkommen, liebe Freunde, sagt er da. Und da fällt auch diese Sätze, die seither oft zitiert werden, aber eben in dem Kontext standen, dass er sagt, wissen Sie, Anthroposophie erfordert als Sache wirkliche menschliche Brüderlichkeit, bis in die tiefsten Tiefen der Seelen hinein. Sonst kann man ja sagen, ein Gebot ist die Brüderlichkeit. Bei Anthroposophie muss man sagen, sie wächst nur auf dem Boden der Brüderlichkeit. Sie kann gar nicht anders erwachsen als in der Brüderlichkeit, die aus der Sache kommt, wo der Einzelne dem anderen das gibt, was er hat und was er kann. Das ist nicht die Antwort auf die ganzen Spannungen, aber Rudolf Steiner sitzt auf die anthroposophische Gesellschaft. Also, dass Sie das nicht falsch verstehen, diese Krisen, die waren ja bei ihm nie Grund zu sagen, dann lassen wir es. Die Gesellschaft ist schwierig, sondern wir müssen sie neu greifen. Es müssen alle zusammenwirken, ihre Eitelkeit überwinden, ihren Selbstbezug, ihren Egoismus, um für das Zivilisationsziel einzustehen. Es geht um Tod und Auferstehung. Und er endet übrigens diesen Vortrag mit den drei Rosenkreuzersprüchen. Per Spiritum Sanctum Revivissimus übersetzt er mit in Wien, mit durch den Heiligen Geist werden wir wieder erwachen im Geist selbst. Also ich sagte, ein spannungsvolles Jahr, aber inmitten zur Johannizeit dieser Wiener Kongress. Marie Steiner sagte später Palmsonntagsstimmung, aber das ist schon sozusagen aus Golgatha heraus gedacht. Er wurde nämlich wirklich in Wien unglaublich positiv empfangen, Steiner. Aber ich meine es nicht von den Wiener Anthroposophen nur, das waren nicht so viele Leute, sondern, und er freute sich darüber. Man merkt das, das ist noch nicht veröffentlicht, wo er den Mitgliedern in Dornach ganz lange erzählt, wie es in Wien gewesen ist, wie außerordentlich gut das verlaufen sei, an diesem besonders geeigneten Ort zwischen Ost und West. Das ist für ihn nicht vorbei, dieses Wien, auch wenn eine Riesenchance versäumt wurde vor 1914. Aber es ist nicht vorbei. Und er sagt, das sind Kulturfermente. Und jetzt wurde dort so Anthroposophie erlebt. Da werden Gegenreaktionen kommen, aber es war da. Und er freut sich ganz intensiv über die Eurythmie. Er sagt, nirgendwo ist sie bisher so aufgenommen worden. Jetzt freut man sich vielleicht als Eurythmist, aber ich meine, das ist eine anthroposophische Freude, wenn man denkt, was in Eurythmie steckt als Menschenkundeforschung. Steiner brachte die Eurythmie nach Berlin, nach Wien und im Grunde das, womit er an der Technischen Hochschule schon gerungen hat. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkest? Was sind die Kräfte? Und jetzt ist das so angekommen in der Mitte Europas. Hat er nicht gesagt, aber er hat das immer ein wenig so verstanden. Vor allem der Weg zum Osten, wie nah das an Osteuropa grenzt. Nun, die Zeit ist eigentlich um. Es wäre noch schön, über den französischen Kurs zu sprechen, den er hält, den ich als den Einweihungskurs des Goethe-Anum erlebe, wo er auch sagt, jeden Morgen, wenn ich zu den Vorträgen ging, freute ich mich und dankte denen, die diesen Bau gewollt haben. Das war nicht seine Idee. Diesen wunderbaren Kurs meine ich eben über Philosophie, Kosmologie, Religion.
in der französischen Woche. Der endet am 15. September. Und am 16. September zelebriert Friedrich Kettelmeier im Weißen Saal die erste vollgültige Menschenweihehandlung. Und wenn man liest, was Rudolf Steiner dazu sagt, wie bedeutend das ist und wie bedeutend diese religiöse Erneuerung ist für die Gegenwart und Zukunft, dann ist es nicht gut, nur an Gerhard Klein und Professor Wohlbold zu denken und sozusagen die gesellschaftlichen Schwierigkeiten, sondern nicht vergessen, wie kostbar das war, was er in diesem Weißen Saal begonnen hat und wie Rudolf Steiner das zu den Festen seines Lebens gezählt hat, auch in der Erinnerung. Sie erinnern vielleicht die Sätze, wo er 1924, zwei Jahre später, sagt, ich selbst muss, was ich in diesem, mit den Theologen, in dem kleinen Saale des Südflügels, in dem später der Brand zuerst entdeckt worden ist, im September 22 erlebt habe, zu den Festen meines Lebens rechnen. Hier konnte mit einer Reihe edelbegeisterter Menschen der Weg gegangen werden, der Geisterkenntnis in das religiöse Erleben hineinführt. Und das wäre noch ein schönes Abschlussmotiv, die edelbegeisterten Menschen etwas zu würdigen, aber dafür ist die Zeit jetzt wirklich zu fortgeschritten. Und ich meine jetzt nicht nur die Priester, sondern dass man in so einer Jahresbetrachtung nicht vergisst, wie Rudolf Steiner, wie positiv er auf seine Mitarbeiter geblickt hat. Jetzt kann man sagen, er hat sehr hart auch mal die Schule kritisiert, aber wie liebte er diese Waldorfschullehrer? Und wie hat er über sie geschrieben, als sie mit ihm nach Den Haag gefahren sind und diesen Hochschulkurs gehalten haben? Es waren immerhin 7 Lehrer, wie er jeden nachher charakterisiert, welche wunderbaren Beiträge sie gegeben hätten und wie er auch in Wien so herrlich nachher über sie schreibt. Ich fand auch diesen Satz bedeutend nach Den Haag, wo er sagt, in ihrer Arbeit lebte ich mit. In ihrer Arbeit lebte ich mit. Also es ist nicht nur, dass der Kuliske einen tollen Vortrag hält und der Hahn und wie sie alle hießen, sondern ja, da ist auch diese Gemeinschaftsbildung. Über Edith Marion könnte man wunderbar sprechen in dem Jahr 22, wie sehr sie Rudolf Steiner begleitet hat auf diesen schwierigen Reisen und dann diese 3 England-Reisen mit ihr. Da war so viel Wunderbares auch mit den Menschen. Ita Wegmann nannte ich, Marie Steiners große Bühnenarbeit. Also wir haben dieses ganze Terrain des Kampfes. Und in London spricht Rudolf Steiner über Ahriman wie nie zuvor. Sagt schon gar den Satz im August, es wird noch ungeheure Gegnerschaft geben. Vielleicht eine solche, von der Sie sich heute noch keine Vorstellung machen können, die sich auch in Taten ausleben wird, die sich vor allen Dingen ausleben wird in der Tendenz, Initiationswissenschaft ganz unmöglich zu machen. Es lohnt sich, diese Londoner Vorträge zu lesen, auch im Hinblick auf den Brand. Aber nicht zu übersehen, dieses Auferstehungsferment. Auch vielleicht die esoterische Stunde mal nachzulesen, die Rudolf Steiner am 16. April am Ostersonntag in London gehalten hat. Die ist veröffentlicht, wenn auch wenig bekannt. Wunderbar, wie er da wieder über Ahriman spricht, aber dann auch, wie man sich durch Meditation Ahriman entziehen kann, wie Ahriman aber sehr stark arbeitet, vor allem mit den Menschen, die einschlafen und die man vor dem Einschlafen in eine gewisse, auch durch Medien, in eine gewisse Stimmung bringen kann. Das konnte man ja in der Pandemie sehr genau studieren, dass der abendländische Sinn so gelenkt wird, dass der Sinn der Menschengedanken Ahriman in Empfang nimmt, wenn der Mensch schläft. Schon sehr interessant. Er sagte ja, man könne durch nichts Epidemien so verfördern, wie wenn man die Menschen mit Angst in die Nacht schickt. Dann könne der richtig nächtlich zugreifen. Und diese Angst schaffe auch wiederum das Klima, seelisch-geistig, in dem sozusagen diese tatsächlich vorhandenen und auch immer bedrohlicher werdenden Erreger, Steiner sprach darüber, sich auch entscheidend vermehren können. Aber die Menschen tragen dazu bei und teilweise schon gar absichtlich
wenngleich sie erst viele von denen auch gar nicht wissen. Über solche Dinge spricht Rudolf Steiner in dieser esoterischen Stunde, aber eben auch über die Meditation und wie man sich Ahriman entziehen kann und welche Bedeutung da das Herz spielt. Es ist das Organ, das im Menschen während des Erdenlebens das Ich belebt. Hochinteressant, das Herz belebt das Ich. Da muss man natürlich etwas die Herzlehre Rudolf Steiner in Betracht ziehen oder der Anthroposophie. Schon interessant, auch nachts ist das Herz das Organ des Ich. Eine Herzensstunde, diese Osterstunde. Und ich möchte auch noch sagen, die erste und die dritte Tafel der späteren ersten Klasse, die ist dort anwesend. Und die Menschen dürfen diese Sprüche auch abschreiben und behalten während dieser esoterischen Stunde. Ostern 1922. Das ist auch in diesem Jahr darin. Ich lese gleich einen Spruch, jetzt nicht von der Tafel, Gott bewahre, aber aus der Stunde zum Abschluss. Aber wenn Sie das Ganze noch einmal etwas vor Ihrem inneren Auge heute Abend vielleicht so auferstehen lassen, was ich versuchte in dieser Sonnenwärme nach Johannisch, immerhin ja die Stunde des historischen Gewissens, uns in diesen Raum zu führen, diese europäisch-weltgeschichtliche Lage, der Versuch, Anthroposophie und Öffentlichkeit, Anthroposophie und Wissenschaft, diese Schwierigkeiten von außen wie von innen, die Frage nach dem Zukunft der anthroposophischen Gesellschaft, dem Goetheanum, den Fachgebieten, dieses ganze Ringen und dann immer wieder diese fast gnadenvolle Einschläge, dieser Lehrerkurs, auch in Oxford, der nationalökonomische Kurs, unendlich wichtig, dieser Jugendkurs, der ganze Wiener Kongress, dieser Kurs über Kosmologie, Philosophie, Religion, dieser naturwissenschaftliche Kurs am Jahresende, das sind alles so große Zukunftstaten, bis heute nicht ausgeschöpft, inmitten dieses schwierigen Jahres. Und das war mir eben Anfang des Jahres so wichtig und Astrid Prokofjew wollte das auch gerne im Zusammenhang der Landhausstraße hier in Stuttgart noch einmal gesagt, wissend, dass man daraus nicht nur, wie soll man sagen, eine historische Besinnung machen kann, sondern vielleicht auch Inspirationskräfte finden kann, sich selber nun in veränderter Weltlage, aber noch im selben Spannungsfeld der Kräfte und Mächte, als Ich aufrechtzuerhalten, aber eben auch als Gemeinschaft. Was wird aus dieser Gesellschaft, was wird aus ihrer Hochschule, was wird aus unseren Initiativen, aus der Waldorfschule, wo stehen wir, worauf gehen wir zu, in diesem Sinne. Ich ende mit einem Spruch aus dieser Londoner esoterischen Stunde in diesem kleinen Büchlein im Verlag am Goetheanum, können Sie das alles auch noch mal ein bisschen wieder auffinden und vielleicht auch etwas fördern, denn auch ein solcher Verlag am Goetheanum braucht Leser und es lohnt sich, die Dinge auch schriftlich sich nochmal zu vergegenwärtigen und manches Zitat auch nochmal nachzulesen. Vorträge sind immer, glaube ich, wichtig, weil sie lebendiges Wort sind, weil sie die Menschen vereinen, aber wir müssen dann, meine ich, auch wieder diese Vertiefung leisten und man kann es auch im Audio und im Video, aber die Frage letztlich ist natürlich die, was verinnerlichen wir im Nachgang und ich glaube, da ist es auch hilfreich, manches noch einmal selber zu lesen oder so einen Spruch, den ich jetzt fast nur poetisch ans Ende stellen kann, dann wirklich in der eigenen Seele aufleben zu lassen. Ich darf ihn aber trotzdem zweimal vorlesen, denn beim ersten Mal lesen kann man ihn noch nicht mal richtig anhören und beim zweiten wird es schon besser. Eigentlich müsste es dreimal sein, aber wir sind ja nicht im kultischen Rahmen, also werde ich es bei zweimal belassen. Spiegel der Welt, er liegt in mir. Gedankenkraft erfasst seine Bilder. Hinter ihm liegt die junge Seele. Sie verbrennt den Stoff und lernt im Brennen
das Wesen der Welt. Ihm verwebt sie des Kosmos Bildekräfte zu Menschen Ätherwesen, das bildet das Haupt. Noch einmal. Spiegel der Welt, er liegt in mir. Gedankenkraft erfasst seine Bilder. Hinter ihm liegt die junge Seele. Sie verbrennt den Stoff und lernt im Brennen das Wesen der Welt. Ihm verwebt sie des Kosmos Bildekräfte zu Menschen Ätherwesen, das bildet das Haupt.